Diese Intellektuellen sind nicht allein. Die Gesamtheit der französischen Juden fühlt sich bedroht. Sie machen mobil, um sich zu verteidigen. 22. Juni 2003, Parc des Expositions in Paris. 40.000 Menschen feiern die französisch-israelische Freundschaft. Angesichts des neu erwachten Antisemitismus wurde die Kundgebung nach fünfjähriger Pause wieder aufgenommen. Laien und Geistliche, Arme und Reiche, Sepharden und Aschkenasi-Juden, alle demonstrieren ihre Verbundenheit mit dem gelobten Land. In Frankreich ist die Zahl der Visa-Anträge für Israel dieses Jahr um 30% gestiegen. Dort seien sie willkommen, so lautet allgemein die Begründung, anders als hier. Die jüdische Gemeinde in Frankreich hat in den vergangenen zwei Jahren erschreckende Dinge erlebt. Die Regierung muss endlich aufwachen und begreifen, dass Franzosen in ihrem eigenen Land Tag für Tag antisemitischen Angriffen ausgesetzt sind und Angst haben. Wir sind heute hier, um die israelisch-französische Freundschaft zu feiern, sofern es sie noch gibt. Ich lebe in Aubervilliers, einer Stadt mit hohem arabischem Bevölkerungsanteil. Dort ist ein neuer Antisemitismus entstanden, ein maghrebinischer Antisemitismus. Bleibt zu hoffen, dass die Imame etwas unternehmen, um ein Ausufern der Situation zu verhindern. Maghrebinischer Antisemitismus. Jetzt ist es heraus. Eine neue Form des Antisemitismus, der einmal nicht von Le Pen und den rechtsextremen Parteien Frankreichs losgetreten wurde. Künftig haben Frankreichs Juden einen weiteren Feind zu fürchten. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Brechts Warnung hat sich mittlerweile leider tausendfach bestätigt. Wir kennen diesen Schoß. Es ist der Faschismus, der Rechtsextremismus. Doch der heutige Antisemitismus in Frankreich kommt nicht aus dem Lager der extremen Rechten. Er ist ein ungewöhnlich brutaler Antisemitismus. Einige begnügen sich zwar mit verbalen Attacken, aber viele schlagen zu oder stecken Synagogen in Brand. Und das sind arabischstämmige Moslems. Die neuen Antisemiten stammen aus einer unpolitischen Generation. Sie sind im Grunde antirassistisch eingestellt und begehen aus Mangel an Bildung oder aus Leidenschaft, aufgrund einer fixen Idee von Israel, dieselben Fehler wie ihre rechtsextremen Vorgänger. Brennende Synagogen, anti-israelische Slogans an den Mauern, da fällt es mir nicht schwer, das richtige Wort dafür zu finden. Das ist Antisemitismus. Und wenn der jüdische Staat als der schrecklichste, abscheulichste Staat der Welt bezeichnet wird, der die meisten Verbrechen an der Menschheit begeht, dann erkenne ich in dieser maßlosen Übertreibung den Feind aus alten Zeiten wieder. Dass die alten Dämonen zurückkehren konnten, ist für viele das Ergebnis geschickter Manipulation. Durban, Südafrika, 7. September 2001. Die UNO-Konferenz zum Rassismus geht zu Ende. Vier Tage später ist der 11. September. Die Konferenz wird zur Nebensache und dennoch, die Straße lässt nicht locker. Unter dem Druck der arabischen Länder und einiger regierungsunabhängiger Organisationen wird Israel endgültig wegen seiner rassistischen Apartheid-Politik verurteilt. Der Rassismus dieser Welt scheint vor allem und in erster Linie in Israel und im Zionismus beheimatet zu sein. Das ist zumindest der Tenor der gemeinsamen Abschlusserklärung. In einem anschließenden Interview erklärt Shimon Peres, Architekt des Osloer Abkommens und damaliger Außenminister der Regierung Sharon: Durban, das war ein Ausbruch von Hass, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit, der in keinem Verhältnis steht. Offensichtlich hat man dort nichts verstanden. Es gab keine Toleranz und keine Botschaft für die Zukunft. Que s'est-il passé à Durban?
Was ist in Durban geschehen? Die arabischen Delegierten haben die Konferenz an sich gerissen und die Nahostproblematik zum zentralen Thema gemacht. Dabei vertraten sie einen antirassistischen Standpunkt. Mit anderen Worten, es geht nicht mehr darum, die Juden als gefährliche Rasse zu bezeichnen, die durch ihren Kosmopolitismus die Reinheit anderer Rassen beeinträchtigen könnte. Es geht darum, die Juden als Rassisten hinzustellen und Israel als einen Apartheidstaat. Was sagen diese Leute da eigentlich, diese Israel-Gegner und Antisemiten? Sie behaupten, die Juden seien die neuen Henker, die neuen Faschisten in Palästina. Diese Position durchdringt langsam aber sicher die durchaus legitime Kritik am Staat Israel und seiner Regierung und mündet in einer antisemitischen Paranoia, in dem fast sadistischen Vergnügen, die Juden als Urheber einer Shoah zu diffamieren, die sie am eigenen Leib erlebt haben. Am meisten schmerzt es die Juden heute, dass sie nicht als Juden angegriffen werden, sondern als Nazis. Sie werden als Rassisten beschimpft, als Nazischweine. Anstelle des gelben Sterns nennt man ihnen ein Hakenkreuz an den Ärmel. Wie würden Sie da reagieren? Sie reagieren, indem sie enger zusammenrücken. Wie hier am 25. Juni 2003 auf einem großen Boulevard in Paris. Der Anlass? Ein Musical der besonderen Art. Die Stimmung im Publikum ist eher gedämpft. Die Antisemiten schrecken vor nichts zurück. Sie haben eine Art Freipass. Es gibt keine Grenzen mehr. Dreckiger Jude, überall hört man das auf der Straße. Es ist eine Schande, in einem so schönen Land wie Frankreich in dieser Unsicherheit leben zu müssen. Viele Juden wagen nicht mehr, die Kippa aufzusetzen, wenn sie auf die Straße gehen. Sie haben Angst, ihre Religion öffentlich zu zeigen und zu leben. Heute Abend auf dem Spielplan Le Sel et le Miel, ein Musical, das Selbstvertrauen gibt. Es kommt zur rechten Zeit. Es ist so einfach, Israel zu kritisieren. Wer den Iran kritisiert, kriegt die Zunge abgeschnitten. Wer eine Diktatur kritisiert, riskiert eine Fatwa. Bei Israel sagt keiner was. Das Stück, die Entstehungsgeschichte des Staates Israel, verpackt als Erfolgsstory. Eigentlich müssten sich die Franzosen das Stück ansehen, damit sie uns und unsere Geschichte besser verstehen. Dann könnten sie uns helfen, anstatt uns weiter einzuschüchtern und die schlimmen alten Wunden wieder aufzureißen. Der Antisemitismus schweißt das jüdische Volk zusammen. Das ist schrecklich, aber so ist die Realität. Mohammed, fils de Amenata, descendant du roi Agag, ministre d'Asphérus. J'accuse les Juifs d'être un peuple dispersé et séparé au milieu des autres peuples. Je l'accuse d'avoir des lois différentes de celles de toutes les autres nations. Je l'accuse de ne pas observer les règles royales. Moi, Nabucodonosor, fils de Nabopolassar, roi de Babylone, j'accuse le peuple d'Israël d'avoir l'effronterie de s'être soulevé contre l'armée babylonienne. Pour cela, je demande la destruction de leur temple. Je demande leur déportation à Babylone, où ils deviendront les serviteurs du peuple babylonien. Moi, Isabelle Ière, dite la catholique, reine de Castille et d'Aragon, j'accuse les Juifs de peuple hérétique et théicide. Moi, Titus Flavius Sabinus Vespasinus, empereur de l'Empire romain, j'accuse Israël de soulèvement et de rébellion contre mon empire. Je demande la destruction du temple de Jérusalem et l'anéantissement du peuple juif. Moi, Adolf Hitler, j'accuse les Juifs d'être un peuple de race inférieure. J'accuse les Juifs de complot contre l'humanité. Pour tout cela, je demande leur extermination, pure et simple. Le verdict. Après délibération du jury et compte tenu des faits reprochés, c'est sans appel que toute la cour ici présente condamne Israël coupable. 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 Kinovorstellung im Pariser Quartier Latin. Gezeigt wird Oud, ein Film von Avi Mograbi.
In der anschließenden Diskussion zeigt sich, dass unter den französischen Juden nicht immer Einigkeit herrscht.